Depp der Ecke schon wieder hier, der Chemtrail-Nazi-Depp. Der Kaspar von Skywatch. Was wollte ich sagen? Ich wollte mal über das moderne Giftgas ein bisschen referieren. Man stellt sich Giftgas vielleicht immer so vor von wegen, das ätzt, Chlor, sonst was irgendwie. Und dann fällt man tot um und kriegt noch ein bisschen Schaum vorm Mund oder so. Aber das sind alle Techniken von gestern. Zyklon B und Agent Orange und so was alles, was man vom Himmel wirft und dann einfach so auf einmal paff wirkt das, wa? Das hat den großen Nachteil, haben sie immer wieder gemerkt, haben sie das, dass man denn weiß, wer geworfen hat. Also man weiß denn das, was geworfen wurde und auch kriegt man natürlich denn, wer geworfen hat. Das moderne Giftgas, das ist so langsam wirkend, das wirkt 10, 20, 30, 40 Jahre und macht erstmal die Birne weich, sodass man erstmal ein bisschen blöd wird und auch vergisst zu fragen, warum man jetzt so blöd wird. Das wird in großen Mengen schon lange verteilt, das sieht man hier, das ist dieses dunkelgraue Zeug da. Das wird unter anderem auch zur Wettermanipulation verwendet. Aber eben letzten Endes ist es zur Eroberung der Welt gedacht, wozu die Wettermanipulation ja auch dient. Aber ein guter Nebeneffekt ist bei dem Zeug, dass die Menschen langsam verblöden, dass das Gehirn angreift und die Synapsen, die Verbindungen zerstört. Und dann kann man immer weniger denken und sich immer weniger merken und wird immer döver. So, der Prozess, der dauert ganz schön lange. Also ich meine, erstmal muss man das ja einatmen und dann sich langsam hoch addieren, hochsummieren, den Level im Körper. Oh, und dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Aber bis dahin merkt man erstmal nicht viel. Ich kann euch nur berichten, dass wenn der komischen metallischen Geschmack, wenn er trockenen Nebel zum Beispiel mal habt, Nebel, der nicht richtig feucht ist, und dann vielleicht noch so metallischen Geschmack im Mund, komisches Gefühl auf der Schleimhäute, das ist es. Genau das ist es. Riechen in hohen Konzentrationen tut man es auch, das kann ich nicht beschreiben, das habe ich, so was habe ich noch nie gerochen. Metalle riecht man ja normalerweise nicht. Ein bisschen angebrannt, nicht wie Plastik. Man kann es nicht beschreiben, aber schmecken und spüren werdet das auf der Schleimhäute auf jeden Fall, wenn er den abkriegt. Und also, ihr habt das schon abgekriegt. Das ist nur eine Frage der Konzentration, bis man es denn auch schmeckt. Ich habe jetzt hier gerade eine sehr hohe Konzentration, weil bei uns seht ihr ja, also hier ist gerade richtig der Teufel los, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist echt scheiße. Das ist alles Gift, was da oben rumhängt. Ja, und das hängt da halt rum. Und es gibt immer noch Leute, vielleicht ist deren Birne ja schon weich. Ja, ich habe Leute noch kennengelernt, die sagen, ganz normale Wolken, was hast du denn? Ist doch alles völlig normal. Kann überhaupt nicht sein, dass da irgendjemand was macht. Der Kachelmann zum Beispiel. Der Kachelmann ist ein Professioneller. Das kann ja nicht sein, Typ. Der kriegt Kohle dafür, dass er sagt, Chemtrails ist völliger Schwachsinn. Das sind alle totale Idioten, die überhaupt das Wort in den Mund nehmen und dann vielleicht noch nicht mal aussprechen können und Chemtrails sagen. Die sind so lächerlich, denen braucht er auf keinen Fall weiter zuhören als dieses eine Wort. Wenn sie das in den Mund nehmen, dann ist vorbei. Nicht weiter zuhören. Das sagt der Kachelmann im Prinzip. Sind alle Vollidioten. Der Kachelmann ist ein Vollidiot, das sag ich jetzt hier mal so. Und der weiß ganz genau, dass er das ist und warum. Und da wird keine Beleidigungsklage kommen, da bin ich mir aber so weit von sicher. Und wenn, dann zahle ich. Aber mit dem Lächeln. Ja, da freue ich mich schon drauf.